genau in der Mitte, oder? Ich habe den Eindruck. Das ist genau mittig, das ist ein bisschen mehr zu nah mit der Mangel. Ich habe auch den Eindruck, ja. Also, so. Ja, ja, gerecht, ja, ja. Okay, funktioniert ja. Das Ding auch. Also. Kannst du mal einen Test machen. Ah. So. Ich darf auch, oder? Ja, ja, natürlich. Jawohl. Okay. Also. Das war gar nicht so fest. Also Hände unter den Tisch. Ja, Hände bleiben unter dem Tisch. Komm mal ganz nah. Na, Kante. Ah, du bleibst schon gescheit unter dem Tisch. Okay. Seid ihr bereit für die erste Frage? Jawohl. Ja. Dann legen wir doch gleich los. Nennt mir drei Möglichkeiten, um Radio Horeb zu empfangen. Einmal DAB Plus. Phonecast. Und Satellit. Natürlich. Kabel. Ganz normal. Und Digitalradio. Podcast. Livestream als im Internet. Also eigentlich geht es ja darum, dass einer von euch die Frage beantwortet und nicht beide zusammen. Okay. Ja, jetzt haben wir beide Punkte. Ja, wir waren da gleich, oder? Was macht man, wenn man ganz gleich ist? Ich meine, wir haben wirklich gleichzeitig gedrückt. Naja, meine Hand war welche unten. Ja, eben. Dann bekommt er den Punkt. Ja? Ja, Andreas, du hast dir den ersten Punkt geholt. Glückwunsch. Okay. Dann machen wir gleich weiter. Und zwar geht es diesmal ein bisschen um das Radioprogramm. Wer ist für die Sendereihe Spiritualität verantwortlich? Marion Kohl. Diese Antwort ist richtig. Somit seid ihr wieder im Gleichstand. Wir haben nicht nur Fragen für euch vorbereitet, sondern auch ein Bild. Und zwar zeige ich euch jetzt das Bild. Und die Frage dazu lautet, welche Abteilung ist hier zu sehen? Die Verwaltung. Diese Antwort ist leider falsch. Dieser Punkt geht an Andreas. Man sieht auf diesem Bild die Technikabteilung. Es tut mir leid, aber ja. Ich habe nur so eine Menge. Kommen wir zu Radio Horeb allgemein. Und zwar, für was oder für wen steht die blaue Farbe von Radio Horeb? Für Maria. Für die Mutter Gottes. Diese Antwort ist auch richtig. Somit geht dieser Punkt wieder an dich. Es steht also jetzt 2-1. 2-2, Entschuldigung. Dann machen wir weiter. Und zwar geht es jetzt wieder um die Mitarbeiter. Wie viele hauptamtliche Mitarbeiter hat Radio Horeb Stand heute? 63. Diese Antwort ist leider falsch. Es waren 62. Ganz knapp daneben. Es tut mir echt leid, aber dieser Punkt geht an deinen Mann Andreas. Und deshalb ist der Punktestand jetzt 3-2. Machen wir weiter. Und zwar wisst ihr ja, Radio Horeb wird 25 und zwar am 8.12. Am 8.12. feierten wir unser 25-jähriges Bestehen. Aber die Feier und der Online-Kongress finden nicht an diesem Datum statt, sondern am Samstag und am Sonntag, danach am 12. und 13. ist es, glaube ich. Ja, der 13. Stimmt nicht ganz. Der 11. und 12. wäre es aber. Samstag und Sonntag stimmt auch, ja. Deshalb bekommst du auch den Punkt. Online-Kongress. Ja, genau, das stimmt auch. Und er steht somit 4-2. Also Monika, streck mich an, wenn du deinen Mann wieder einholen willst. Ich hoffe, ich locker. Sehr gut, diese Einstellung ist richtig. Jetzt geht es um ein anderes Thema, und zwar um das Triduum. Wie heißen die drei Tage des monatlichen Triduums? Donnerstag, Freitag, Samstag. Und wie genau? Also der Gründonnerstag, der Karfreitag und der Karsamstag. Die Frage lautet eigentlich das monatliche Triduum. Ja, man gedenkt aber den, der ja, Zeit. Aber weißt du das? Weil sonst Donnerstag, nicht helfen, hallo. Also Donnerstag die Einsetzung des Allerheiligsten und natürlich... Na, nicht ganz. Also wenn du die Antwort nicht weißt, muss ich leider die Punkte an deinen Mann geben, ja, das tut mir echt leid. Ich gebe ihm die Punkte ab, sehr gerne. Das ist ein bisschen großzügig, oder? Okay, also die Antwort lautet eigentlich Priester Donnerstag, Herz Jesu so. Freitag und Herz Maria Sühne Samstag. So, ja. Okay. Genau. Jetzt geht's um den Fuhrpark von Radio Horeb. Und zwar befinden sich da mehrere Autos. Also wir haben da den Übertragungswagen, die Karawelle und so weiter. Welche Frage stellt einem die Rückseite der Fahrzeuge?
schon gehört? Diese Antwort stimmt. Der Punkt geht also an dich und der aktuelle Punktestand ist jetzt 5:3. Also du holst, langsam holst du auf. Monika, Monika Maria, streng noch ein bisschen schon, an und dann hast du wieder eingeholt. Okay, machen wir weiter. Zwei Fragen noch. Wir sind also schon ganz klar auf der Zielgeraden hier. Und diese Frage hier ist jetzt in der geografischen Kategorie. Und zwar, wie hoch liegt der Ort Balderschwang? 1023 Meter, glaube ich. Ah, diese Antwort, leider ganz knapp. Leider, es tut mir echt leid. Dieser Punkt geht an deine Frau und zwar lautet die richtige Antwort 1044. Okay. Also, das war die Absenkung. Genau. Ja, somit. Kommt drauf an, wo man steht. Ja, ja, natürlich kommt es drauf an, aber die richtige Antwort, ja, trotzdem in diesem Fall 1044. Du holst auf, Monika Maria, und es steht jetzt 4:5. Also ganz knapp. Die letzte Frage noch. Vielleicht kannst du dir den Punkt holen und dann kannst du Andreas einholen. Mal schauen, wer gewinnt. Wie heißt die aktuelle Predigtreihe von Pfarrer Kocher? Zeitgeist oder Geist der Zeit? Und die Antwort stimmt. Somit haben wir Gleichstand. Herzlichen Glückwunsch. Und deshalb kommt es noch eine Zusatzfrage, weil schließlich kann ja nur einer als Gewinner hier rausgehen. Und diese Zusatzfrage lautet, welches Geschwisterpaar ist schon seit den Anfängen von Radio Horeb dabei? Die Niklasas, Adelheid und Vinzenz. Diese Antwort stimmt auch. Der Punktestand ist also 6:5. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Wir haben einen Gewinner, Andreas. Danke, dass ihr beide dabei wart. Aber wir haben beide. Herzlichen Glückwunsch, Andreas.